Hallo alle zusammen und wir werden einmal jetzt zusammen nochmal die ganzen Fliegen machen, aber separat, ohne Ton, nur die Fliegen. Wir werden sie alle jetzt nacheinander durchgehen und ja, ich habe so ein paar Markierungen gesetzt. Leider habe ich schon wieder irgendwie eine erwischt. Ich habe keine Ahnung wie. Ich habe eigentlich dafür den Fink gemacht, damit ich euch das Ganze zeigen kann, aber naja, irgendwie habe ich eine erwischt. Ich weiß nicht wie, aber ich zeige sie euch natürlich, wo ich sie erwischt habe. So, und wir werden beginnen. Hier ist die Stadt und wir müssen hier in dem Bereich hin. Wir machen erst den Sumpf so gesehen und wir fangen an diesem Teleporter an. Ihr solltet am besten alle Teleporter freigeschaltet haben. Und ins Team solltet ihr einen Resonator reinnehmen, der einen Revolver besitzt. Damit ist es um einiges einfacher. Also ich sag mal, zum Beispiel sie passt hier ganz gut rein. Okay, wir machen mal hier Details. Vielleicht machen wir hier noch Motorrad rein, damit wir etwas schneller unterwegs sind. Nicht Hochstufen ausrüsten. So, passt. Okay, alles klar. So gehen wir jetzt vor und wie ich schon sagte, wir beginnen an diesem Teleporter und ich würde sagen, let's go. Alles klar, wir laufen direkt in diese Richtung. Und da vorne seht ihr sie und genau deswegen am besten den Revolver ausrüsten. Dann brauchen wir da auch gar nicht hinlaufen. Das wäre das schon gewesen. Und dann nehmen wir denselben Teleporter wieder. Drehen uns einmal um. Und mit ein bisschen Glück sieht man sie von hier. Nein, tut man nicht. Aber jetzt sehen wir sie schon. In der Luft können wir nicht zielen. Da ist die Fliege. Was? Da haben wir sie erwischt. Das wären die beiden gewesen. Dann geht es hier vorne weiter an dem Teleporter. Okay, wir müssen uns einmal komplett drehen. Na, was machst du denn? Keine Agro holen. Okay, und da ist sie mir schon abgehauen. Und cool. Schießen muss gelernt sein. Okay, ich hoffe, sie ist wieder da. Nein, ist sie nicht. Okay, dann gehen wir auf die andere Seite. Ja, ist ein bisschen doof mit dem Fliegen. Wenn man sie direkt nicht erwischt, dann hat man genau. Da ist sie wieder. Und da haben wir sie erwischt. Sehr gut. Dann geht es an der Stelle wieder weiter, im selben Teleporter. Einfach geradeaus. Ja, und genau hier haben wir das Problem, dass ich einen davon schon erwischt hatte. Naja, halb so schlimm. Denke ich. Kannst ja zeigen, wo sie war. So, aber jetzt kommen wir zu der einen, die relativ gut versteckt ist. Und zwar hier in den Kisten. Anscheinend habe ich genau die erwischt. Okay.
Interessant. Ich dachte eigentlich, ich habe die da vorne erwischt. Eigentlich haben wir genau hier eine. Okay. Und die andere da vorne in den Kisten. Gut zu wissen, dass ich schon zwei gemacht habe. Einmal die, einmal die. Okay. Und dann geht's direkt hier vorne weiter. Also zwei Stück, einmal in den Kisten und einmal direkt hier unten. Genau hier im Wasser findet ihr sie. Okay, dann die nächste an der Stelle. Und zwar direkt da unten sehen wir sie schon wieder. Okay, das wäre die. Dann nehmen wir den Teleporter. Und müssen hier einfach nur hochlaufen. Das dauert jetzt ein bisschen mit dem Laufen. Und da ist die Fliege. Okay, ich würde sagen, das wären sie alle gewesen. Im Sumpf. Sehr gut. Und dann machen wir weiter. Und zwar im düsteren Wald an diesem Teleporter. Okay, wir drehen uns einmal komplett um und müssen einmal auf den Hügel hier vorne. Aber wir nehmen etwas. Also wir folgen einfach mal der Straße hier, damit wir die nicht verscheuchen, die Fliege. Bösen Wölfe. Da ist genau das passiert, was ich vermeiden wollte. Ach komm an. Ha, doch noch erwischt. Sehr gut. Dann geht es an dem Teleporter hier weiter. Und wir drehen uns einmal hier in diese Höhle hinein. Und theoretisch sehen wir sie schon. Gehen wir etwas höher. Okay, die haben wir erwischt. Okay. Können wir direkt etwas rechts. Und was habe ich denn hier, die Agro? So, jetzt wieder aufpassen, nicht zu nah dran, da ist sie. Okay, das wäre das. Und dann porten wir einmal zurück. Ah, minimal Zeit sparen. Dann etwas rechts. Und wir müssen hier auf den Hügel drauf. Okay, da sehen wir sie schon. Okay, das wäre die gewesen. Dann porten wir hier hin. Rechts und runter. Ich würde empfehlen, von dieser Seite hier reinzugehen. Also hier unten ist. Genau, hier müsste sie sein. Noch sehe ich sie nicht, da vorne sehe ich sie. Okay, da ist die Fliege. Okay, sehr gut, das wäre die gewesen.
So, was sagt der düstere Wald? Wir haben noch eine im düsteren Wald. Und zwar befindet sie sich an dieser Stelle, würde ich sagen. Dafür nehmen wir den Teleporter. Und Richtung von diesem Baum, wunderschönen Baum, besser gesagt. Eck. Okay. Das ist irgendwie buggy, würde ich sagen. Kann man machen. So, und da ist doch unsere Fliege. Okay, das müsste es mit dem düsteren Wald mit dem Fliegen gewesen sein. So ist es auch. Sehr gut. Ja, dann machen wir ja am selben Teleporter einfach mal weiter. Okay, wir drehen uns um. Und haben eigentlich direkt hier die erste. Da vorne sitzt sie. Mich interessiert, zu welchem Gebiet sie gehört. Deswegen laufen wir da ein Stück jetzt vor. Schauen mal, wozu sie gehört. Zum düsteren Wald steht hier. Aber ich würde behaupten, sie gehört schon, genau, sie gehört zum Hafen definitiv. Nicht zum düsteren Wald. Okay. Das ist definitiv. So, und dann laufen wir direkt hier hin. Sehen wir sie schon. Okay, ich brauche einen Platz, wo ich etwas höher bin. Okay, da ist unsere Fliege. Was treffe ich da? Jetzt haben wir sie erwischt. Okay, das müsste wieder der Hafen sein. So ist es. Dann bohren wir einmal hier hin. Und halten uns links. Folgen hier der Straße einfach nur. Und da sehen wir schon die Fliege. Okay, das wäre die gewesen. Dann geht's hier vorne weiter an dem Teleporter. Direkt vor der Nase. Das wäre die. Ah, die holen wir uns noch nicht. Wir machen erstmal hier vorne weiter. An dem Punkt. Ich glaube, die andere, die gehört schon zum Tigerschlund. Deswegen müssen wir da gleich mal schauen. Und direkt hier am Teleporter war der nächste. Und zu der anderen werden wir jetzt einmal laufen. Also ich versuche da so gut es geht, hier mit den Gebieten auseinanderzuhalten. Wir müssten hier die Fliege gleich haben. Da ist sie. Da ist sie. Okay. Was sagt der Hafen? Der Hafen ist damit fertig. Okay.
Das bedeutet, wir machen jetzt weiter mit Tigerschlund. Also das müsste zum Tigerschlund gehören. Dafür porten wir hier hin. Drehen uns nach rechts. Und da sitzt unsere Fliege. Ziehst du bitte, danke. Okay, das wäre Andy. Und wie schon sagte, sogar zu Tigerschlund. Sehr gut. Dann die zweite in Tigerschlund. Nehmen wir diesen Teleporter. Ja, und müssen hier ein bisschen laufen. Also. Hier nicht komplett hochzuklettern, machen wir so einen kleinen Kreis. Okay, einmal hier nach oben. Und hier müssten wir sie gleich auch schon sehen. So ist es auch. Da ist die nächste Fliege. Okay, Tigerschlund muss abgeschlossen sein. So ist es. Sehr gut. Dann holen wir uns die eine, die zur Bucht gehört. Dafür nehmen wir diesen Teleporter. Drehen uns um und müssen hier ein bisschen fliegen. Es ist aber trotzdem der schnellste Weg zur Fliege. Und die befindet sich genau hier. Da sehen wir sie. Genau auf dem Weg. Okay, sehr gut. Damit müsste die Bucht komplett erledigt sein. So ist es. Sehr gut. Okay. Ja, wir machen weiter an der Stelle hier vorne. Das gehört zu dem Gebiet wahrscheinlich oder zu dem. Wir werden es gleich sehen. Dafür nehmen wir den Teleporter. Ne, wir nehmen den Teleporter hier. Ja. Ist ja verwirrt. Okay, wenn wir hier sind, etwas rechts drehen, T drücken, dann zu dieser Insel, die ihr da vorne seht, einfach nur fliegen. Mal schauen, okay. Wir bleiben ruhig auf der Seite hier, glaube ich. Wir müssten sie von hier sehen. In der Theorie. In der Praxis sehen wir es gleich. Okay, wir sehen sie nicht wirklich. Okay, dann müssen wir aber schwimmen. Achso, ich bin auch auf der komplett verkehrten Insel. Da ist die Fliege. Deswegen sage ich doch, ich brauche gar nicht schwimmen. Kann sie von hier erwischen. Und zwar genau da sitzt sie. So, hier auf der Insel. Okay, und sie gehört zu Zentralen. Okay. Hier hin. Das ist seltsam, aber okay. Dann geht es an der Stelle weiter. Nicht so zentral. Das ergibt irgendwie gar keinen Sinn, gerade mit dem Gebiet. Aber na gut, ich kann damit leben. Und direkt hier am Teleporter haben wir die nächste Fliege. Okay, wenn wir die haben, nehmen wir uns. Ich verstehe gerade nicht, warum das zentral ist. Okay, nehmen wir uns die hier vor. Drehen uns um. Und müssen hier einmal nach oben laufen.
Gegner ignorieren wir und bam, bam, bam. Da unten ist sie. Im Wasser. Also ich kletter mal ein bisschen höher. Nehme ich die Kassette jetzt noch mit. Kann ich so weit runter zielen? Nein. Kann ich nicht. Okay, dann halt nicht. Versuche ich so. Okay, jetzt haben wir sie aufgescheucht. Ey, ey, ey. Treffe ich dann. Das nehme ich mal Emingo. Oder auch nicht. Ach, okay. Wir machen weiter an dem Teleporter. Einfach ignorieren, ich bin nicht gestorben. Nein. Aber das hier ist schon wieder ein anderes Gebiet. Ist aber nicht schlimm. Wir machen es einfach. Wir müssen hier einmal runter. Und da sehen wir sie schon. Jetzt dürfen wir sie nicht verfehlen. Okay, das wären die. Und hier belieben wir uns jetzt einfach wieder, als ob nichts gewesen ist und gut ist. So, okay. Und da ist die Fliege. Okay, das wäre die. Damit haben wir dieses Gebiet abgehakt. Jetzt, also in der Stadt gibt es ja keine Fliegen. Oh, doch, gibt es auch Fliegen. So, die beiden gehören dazu. Wir machen aber erst die Zentrale. Zweiter. Dafür port mal hier hin. Die Stadt machen wir gleich. Und müssen hier einfach nur direkt zum Baum. So, hier weiß ich aber nicht mehr, wo sie war. Ein bisschen her. Die konnte man ganz gut sehen, eigentlich. Oh, da ist sie. Okay, das wäre die. Und dann gehen wir hier hin. Ja, genau, jetzt machen wir wieder das richtige Gebiet. Das gefällt mir. Ah, gab es doch jetzt einen kleinen... Ja, wie soll ich sagen, mit den Gebieten ein bisschen Überschneidung, aber naja, ist wie es ist, kann es halt nicht komplett vermeiden. So, und da vorne habt ihr die nächste Fliege. So, genau an der Stelle. So, uns fehlt hier noch ein bisschen was, dafür holen wir uns jetzt die, dafür nehmen wir den Teleporter. Einmal links drehen und einfach hier nach oben und theoretisch müssten wir sie sogar von hier sehen. Okay, das wäre die Fliege. Und dann holen wir uns diese und dann müssen wir dieses Gebiet fertig haben mit dem Fliegen. Das wäre jetzt natürlich nice, wenn das so ist. Und wir sehen sie schon von hier. Perfekt. Und was sagt das Gebiet? Das Gebiet ist abgeschlossen. Okay. Jetzt machen wir einmal die zwei Fliegen in der Stadt. Das heißt, wir müssen einmal hier hin porten. Und ja, die Fliege, die fliegt um den kleinen Hügel hier vorne einfach nur drumherum.
Da müsst ihr schauen, dass ihr an der richtigen Stelle seid, so gesehen. Also ich sehe sie zwar von hier, aber ich zeige euch einmal, da ist sie. Ja, schießen die aber jetzt nicht. Ich zeige euch einmal, was ich meine. Also die sitzt nicht auf der Stelle, die fliegt jetzt die ganze Zeit um diesen Hügel herum. Die verschwindet auch nicht. Das ist eine gute Fliege. Also sie macht so eine Runde und dann, ja, je nachdem, ihr müsst ja mal schauen, wenn ihr sie aufgescheucht habt. Okay, das wäre die. Und dann holen wir uns die eine, die etwas abgelegen ist. Dafür nehmen wir diesen Teleporter. Und folgen einfach nur dem Weg nach unten. In die Richtung sieht gut aus. Immer fleißig alles sammeln. Da ist unsere Fliege und wir machen mal den. Okay, das wäre die gewesen. Dann hätten wir das auch auf 100%. Okay, sehr schön. Dann machen wir an der folgenden Stelle weiter und zwar an dem Teleporter. Okay, uns bleiben nur noch 10 Stück. Also wir kommen eigentlich ganz gut vorwärts, denke ich, obwohl wir hier eigentlich relativ langsam machen. Könnten um einiges schneller machen, aber ja. So, aufs Zelt hier drauf und da vorne seht ihr sie schon. Böse Fliege, die ich verfehlt habe. Okay. Also, das wäre die gewesen. Ah, die nächste. Machen wir von dem Teleporter aus. Einfach umdrehen, hier in die Spitze laufen. Wo ist meine Markierung? Wieso wird sie auf der Minikarte nicht angezeigt? Weiß ich nicht, komisch. Okay, und hier sitzt sie. Okay, und dann nehmen wir den Teleporter. Rechts, komplett rechts, noch weiter rechts und hier einmal nach oben. Da sehen wir sie schon, brauchen wir gar nicht weiterlaufen. Okay, das wäre die gewesen. Und jetzt kommen, ja, die sind ein bisschen aufwendiger. Da müssen wir echt laufen. So, dafür nehmen wir diesen Teleporter. So, wir haben noch 7. Okay, einmal hier hin. Wie gesagt, das ist ein bisschen aufwendiger. So, dafür fliegen wir in die Richtung. Genau, perfekt. Und jetzt gleich fallen lassen, aber nicht zu schnell, verfehlt sie nicht. Ansonsten müsst ihr nochmal das Ganze machen. So, das sieht ihr sie schon. Ihr Wasserfall direkt. Okay. Das wäre die eine. Wir porten wieder zurück. Und laufen hier einmal etwas höher. So, nur noch 6. So, eigentlich so weit nach oben müssen wir gar nicht. Und zwar da sitzt sie. Ist nur nicht verscheuchen.
Wäre nicht cool. Okay. Okay, damit müsste eigentlich hier alles mit dem Fliegen erledigt sein. So ist es, wir sind wieder auf 100%. Sehr gut. Und dann geht es in dem Gebiet weiter, und zwar an der Stelle. Etwas rechts drehen, und da sehen wir die Fliege schon. Müssen wir gar nicht laufen. Okay, an der Stelle hier vorne. Wir nehmen den Teleporter als nächstes. Jetzt muss ich hier aufpassen, hier kann ich direkt sterben. Ist ja Level 1, und da vorne seht ihr die Fliege. Okay, das wäre die Nummer 1. Wir haben aber hier vorne ein paar mehr. Zwar genau da. Ein schießt sie doch nicht wieder an. Warum machst du das immer? So, und da ist sie. Okay, das wäre die gewesen. Wir gehen direkt auf die andere Seite rüber. Also, ihr seht schon, wir haben nur noch zwei Stück. Theoretisch könnte ich mir die Kassette hier vorne gönnen, dann brauche ich nicht nochmal laufen. Machen wir das mal. Die 5 Sekunden. Okay, und ich gehe mal auf diesen Hügel hier vorne. Okay, und da seht ihr sie schon. Ja, da sitzt sie. Okay, ich kann nicht so weit runter. Ich kann immer noch nicht so weit runter. Schlecht. Dann müssen wir wohl hier hingehen. Okay, und ja, die letzte befindet sich auf der Insel da vorne. Und da seht ihr sie schon, also auf der Insel. Und genau da ist sie. Okay, das wären alle Fliegen gewesen. Relativ, na, ich sag mal, jetzt nicht schnell durchgekommen, aber auch nicht wirklich langsam. Ich denke, völlig in Ordnung. Zwei Stück. Ich habe keine Ahnung, wie ich die erwischt habe, ganz ehrlich. Ich habe aufgepasst, dass ich alles wieder, ja, nicht mache. Aber naja, ich habe es irgendwie wieder hinbekommen. So, und das wäre auch auf 100%. Das heißt, wir haben eigentlich überall die Fliegen jetzt auf 100%. Wir gehen einmal jetzt nochmal durch. Dass ihr das auch sehen könnt, dass das wirklich alle Fliegen waren. Okay, sehr gut. Und dann würde ich noch sagen, wir holen uns hier... das Ganze einmal ab, also unsere Belohnungen für die Erkundung. Denn das bringt schon ziemlich viel mit dem Fliegen. Sehr gut. Ja gut, ist halt nur ein Twink. Aber ist immer nice, wenn man hier auch ein bisschen vorwärts kommt. Okay. Cool. Ich danke euch fürs Zuschauen, hoffe, ich konnte euch weiterhelfen, sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.